Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wir stehen hier gerade an der Goldspurfarm. Wie ihr schon seht, stehen wir hier bei den süßen arabischen Vollblütern. Beziehungsweise bei den süßen Arabern. Das sind ja, die heißen ja nur Araber, soweit ich das weiß. Oder arabisches Vollblut? Heißen die Araber oder arabisches Vollblut? Ich weiß es nicht. Sehen wir ja gleich. Ja, ich hatte mir beim Black Friday zwei Araber gekauft. Einmal die liebe Sunshine, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich sie so genannt habe. Ich glaube aber schon. Moment, mein schlaues Buch mal wieder hier befragen. Araber, genau. Ich habe Araber aufgeschrieben. Wieso habe ich da arabisches Vollblut stehen und hier Araber? Na, egal. Ich habe mir auf jeden Fall zwei Araber gekauft gehabt, als letztes Jahr im November der Black Friday war. Einmal die süße Sunshine und einmal dieses gute Stückchen hier. Frag mich jetzt nicht nach der Farbe. Ich habe mir Rabicano Fuchs aufgeschrieben oder Fuchs Rabicano. Ich habe keine Ahnung, ob das stinkt. Weiß ich nicht. Ich habe den Namen irgendwo mal gehört. Und ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Weiß ich nicht. Ich habe mit dieser guten Maus, die ist eine Stute bei mir, kann ich euch schon mal sagen, habe ich 1, 2, 3, 4, 5. 5 Araber plus die zwei, die es beim Winter-Event 2021 zu kaufen gab. Genau, Schneetänzer und Schattenschild. Wir hatten ja auch beide das Araber-Modell. Ja, genau. Gucken wir uns dieses Mal an. Die habe ich ja, wie gesagt, die habe ich auch schon. Den habe ich mir bei Release gekauft gehabt. Den Rest habe ich tatsächlich noch nicht, obwohl ich auch hiermit sehr, sehr stark gehadert habe, als sie im Angebot waren. Aber ich habe es nicht getan. Was ich ein bisschen bereue, weil ich den absolut süß finde. Aber gut, ich habe mir die Maus gekauft. Hier steht tatsächlich nur Araber, also das muss ich mal kurz korrigieren bei mir im Buch. Ich habe ja zwei Bücher. Ich habe in dem einen habe ich die Farben und so alles drin stehen. Araber. Und in dem zweiten, also in dem einen Buch habe ich die ganzen Rassen inklusive der Farben bezüglich plus die Preise und die Namen für die Pferde stehen, auch das Geschlecht dahinter und ob ich die schon habe oder nicht. Und in dem anderen Buch habe ich tatsächlich alles über die Rasse an sich stehen, also wie viel auch wie viel die kostet, wann die reinkam, was für eine Generation das ist, welchem Level die kaufbar ist, wie viele Farben es davon gibt. Einfach, das ist meine kleine Übersicht für die Pferdekauf-Videos. Die Araber der Generation 3 kamen 2021 das erste Mal rein, beziehungsweise ist das dritte Remake der Rasse. Die dritte Generation, den Araber, gibt es in drei verschiedenen Generationen. Und kostet 950 Starcoins. Genau. Gibt es in 10 Farben. 8 davon stehen hier in der Goldspurfarm. Glaube ich zumindest, dass es 8 sind. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, genau. 8 davon stehen hier an der Goldspurfarm. 2 gibt es nur beim Tag der offenen Tür bzw. beim Reitsportfestival. Sind ab Level 7 kaufbar. Man muss natürlich die. Wie heißt sie denn? Die Brücke nach Jarlaheim repariert haben, damit man überhaupt zur Goldspurfarm kommt. Man braucht keinen Ruf. Sie haben eine spezielle Animation. Ja. Sonst noch was? Nö, eigentlich nicht, gell? Kommen mit einem Rassebonus von Stärke plus 1, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 3. Sind wie gesagt ab Level 7 kaufbar und kosten 950 Starcoins. Kommen wie gesagt mit einer speziellen Animation und ja, gibt es in 10 Farben plus 2 magische Pferde die von diesem Modell, Schattenschild und Schneetänzer. Die beiden haben das Araber-Modell der dritten Generation abbekommen. Vom glänzenden Schimmer seines Fells bis zur charakteristischen Neigung seines Gesichts. Der Anblick eines Arabers wird dich in seinen Bann ziehen. Der Araber gehört zu den bekanntesten und auffälligsten Pferderassen der Welt, mit einer einzigartigen Geschichte und einem besonderen Ursprung. Da die Rasse so alt ist, sind die genauen Ursprünge des Arabers ein Mysterium.
Die frühesten Berichte über diese Rasse reichen bis 2500 vor Christus zurück, als Bilder der Vorfahren des Arabers auf Felsen auf der arabischen Halbinsel gemalt wurden. Die Beduinen haben diese Pferde seit jeher favorisiert und diese Liebe ist der Hauptgrund dafür, dass die genetische Reinheit der Rasse so lange erhalten geblieben ist. In der islamischen Welt wird der Araber in der Geschichte, in Legenden und heiligen Texten verehrt. Auf Auster gezüchtet, um im unwirtlichen Wüstenklima zurechtzukommen, ist der Araber klein, fast zierlich, mit einem markanten Kopf und hoch angesetztem Schweif. Reinrassige Araberpferde haben ein schwarzes, graues und rötlich-graues Fell, zeigen jedoch nie Farben, die Verdünnungsgene tragen, wie zum Beispiel Buckskin oder Palomino. Genau, und auch die Abzeichen dürfen nicht zu hoch sein, weil sonst sind es Sabino und gehören damit zu den Araber Pinto. Soweit ich das weiß, ja, sie zum Beispiel fällt ja sowieso raus, das heißt, sie gehört, glaube ich, schon zu den Araber Pinto, beziehungsweise ist halt kein richtiger Araber mehr. Ich glaube, sie hier auch nicht tatsächlich. Ich glaube, Araber gibt es tatsächlich auch nur ohne Scheckung und sowas. Und das hier gibt es, glaube ich, auch nicht. Entschuldigt. Genau. Moderne Araber sind auf der ganzen Welt zu finden und zeichnen sich in einer Vielzahl an Disziplinen aus, wie zum Beispiel im Rennen und Springreiten. Wegen ihrer überragenden Ausdauer eignen sie sich besonders gut für Wettkämpfe im Gelände und Distanzreiten. Es heißt, dass das Araber-Zuchtbuch auf Jorvik bis zur Gründung Jarlaheims zurückreicht, als John Jarl beeindruckt war von der Schnelligkeit und Anmut dieser Wüstentänzer und sie in den königlichen Stall aufnahm. Wenn du also auf der Suche nach einem äußerst intelligenten Begleiter bist, der dich immer wieder beeindruckt, wirst du im Araber sicher einen wunderbaren Gefährten finden. Ja, also ich muss ja sagen, wer meine Videos regelmäßig schaut, der weiß, ich bin kein Fan von dünnen Pferden. Ich mag große, schwere Pferde mit Riesenhufen, dicke kleine Pummelponys. Mag ich auch sehr gerne, aber eigentlich fällt der Araber komplett aus meinem Beuteschema raus, weil er ist mir zum einen zu dünn, die Nase ist mir zu krumm, es gibt sie nicht in Scheckung, beziehungsweise es gibt ja die Araber-Pintos, aber ich mag halt Pferde mit viel Scheckung und sowas. Und ja, diese Pferde sind mir halt einfach zu dünn. Es ist halt einfach so. Ich bin einfach ein Mensch, der liebt große, schwere, dicke Pferde. Kaltblut ist das, was mich wirklich froh macht quasi. Und der Araber fällt da halt einfach total raus. Aber beim Araber der dritten Generation muss ich wirklich sagen, Hut ab, Star Stable, ihr habt alles richtig gemacht. Der Araber ist einfach perfekt. Wirklich, er ist einfach perfekt. Von den Animationen her, von den Farben her, vom Aussehen her. Ich bin kein Fan davon, wenn die so eine extrem eingedellte Nase haben. Das hier geht noch. Aber wenn ihr euch mal den Araber der Generation 1 im Vergleich dazu anguckt, die haben ja eine richtig platte Nase. Die haben quasi einen Entenschnabel, beziehungsweise so ein Entenschnabel quasi. Das finde ich schlimm, weil das hat nichts mehr mit Zucht zu tun. Das ist einfach nur noch Quälerei. Das kannst du quasi mit der platten Nase vom Mops vergleichen. Das da finde ich aber noch in Ordnung. Das sieht noch voll und ganz in Ordnung aus. Es sieht aus wie ein Pferd, nicht wie eine Ente. Und ich mag den Araber sehr gerne, sowohl vom Aussehen her als auch von den Animationen her. Die Animationen spielen zwar bei mir weniger eine Rolle, aber ich bin wirklich, als ich das erste Mal auf dem Araber geritten bin, saß ich hier und war sprachlos, weil ich ihn einfach wunderbar finde. Ohne Witz. So, inaktiv haben wir gesehen, er tänzelt rum, schüttelt den Kopf, macht halt einfach ein paar Sachen, bewegt sich ein bisschen, ist jetzt nicht so zappelig wie der Jorviksche Friese. Aber er steht auch nicht still. So, dann haben wir hier den Schritt. Den Trab. Den Kanter. Den Galopp. Den schnellen Galopp. Und den besonderen Move. Genau, die können ein bisschen auf den Hinterbeinen latschen. Ja, dann gucken wir uns jetzt noch die Mähnen an. Es gibt einmal natürlich die Standardmähne, die ist einseitig, hat hier oben so ein bisschen was weg, hat einen wunderhübschen Schopf. Ja, der Schweif ist dünn, aber er ist wirklich hübsch, der Schweif. Das ist halt bei den Pferden so. Dann habe ich hier diese kurze Mähne, finde ich tatsächlich nicht so schön, aber der Schweif bleibt tatsächlich gleich. Zöpfchen absolut schrecklich, aber auch hier bleibt der Schweif wieder gleich.
Dann haben wir hier die etwas längere Mähne. Sieht eigentlich ganz schick aus, ist hübsch. Auch hier bleibt der Schweif wieder gleich. Dann haben wir hier die ganz lange Mähne. Diese sieht so ein bisschen gewellt aus. Finde ich tatsächlich nicht so ganz passend, weil die Strähnen hier unten zu dick sind. Aber auch hier bleibt der Schweif wieder gleich. Aber ich habe bei mir auf der Süßen habe ich die Standardmähne drauf tatsächlich. Und meine Süße zeige ich euch jetzt, wie ihr schon oben links sehen könnt, heißt die gute bei mir Dawn. Ich glaube, das heißt Dämmerung, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke nochmal nach. Ich hatte zwar nachgeguckt, aber wie ihr wisst, ich habe das Gedächtnis von einem Sieb. Übersetzer. Dämmerung, genau. Hey, guck mal, ich habe mir was gemerkt. Ja, die ist wirklich wunderschön. Ich habe ihr übrigens das Phantomfee-Zeug gegeben. Das ist bei, ich glaube, beim Halloween-Event letztes Jahr gab. Ja, ich glaube, beim Halloween-Event gab es das. Und ich finde, das steht ihr wirklich sehr gut. Sie ist bei mir eine Stute, ist eine Erwachsene. Also sie ist wirklich ein Träumchen. Ein wirklich hübsches, kleines Träumchen. Ja, ich habe mir, wie gesagt, die Standardmähne draufgelassen. Ich habe da jetzt nicht großartig nach den Mähnen geguckt. Ich habe mir einfach am letzten Tag vom Black Friday habe ich mir noch Pferde in den Stall geklatscht. Und ja, tatsächlich dauert es auch nicht mehr so lange, bis ich die Maus ausleveln darf, da ich aktuell bei Thunderheart bin. Und Dawn tatsächlich das zweite Pferd nach Thunderheart ist. Also sie kommt jetzt auch in der nächsten Zeit tatsächlich dran mit dem Leveln. Dauert also nicht mehr so lange. Beziehungsweise, ich glaube, wenn dieses Video kommt, ist sie schon ausgelevelt. Es kann sein, ich weiß es nicht genau, muss ich gucken. Ja, das ist die süße Maus. Wir sehen uns dann gleich am Jorvik-Stall auf der Trainingskoppel da unten, wo ich euch dann die Gangarten zeige. So, hier stehe ich jetzt in der Jorvik-Stall-Arena mit der süßen Maus. Wie gesagt, ich finde sie farblich, finde ich sie hübsch. Ich bin nicht so der Fan von Füchsen, aber ich muss tatsächlich sagen, weil sie hier halt dieses besondere Weiße dabei hat. Sie sieht besonders aus. Ich kann noch mal kurz die Gamaschen abziehen, damit ihr auch die Dings bewundern könnt. Die Beine. Wirklich hübsche Abzeichen. Ich mag die Plässe tatsächlich sehr, sehr gerne. Dass sie so einen weiß-pinken Nüstern hat, einfach super schön. Deswegen, sie ist wirklich ein Träumchen. Und ich finde tatsächlich, dass der Mondlicht-Magiefuchs, ich glaube, der, ja genau, der gehört zum Alja. Und ich finde, der passt super zu dem Outfit tatsächlich, weil die Farben sich sehr gut mischen. Ja, wirklich ein hübsches Tierchen. Und ja, ich werde... Achso, ich habe mir eben... Egal. Ich werde euch dann jetzt die Gangarten zeigen und dann gibt es mein Fazit. Viel Spaß dabei. Das waren die Gangarten der süßen Maus. Also, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich finde den Araber der dritten Generation absolut perfekt. Dafür, dass ich überhaupt kein Fan von der Rasse bin, finde ich ihn absolut perfekt. Ich bin absolut happy, dass ich mir die beiden gekauft habe. Ich finde sie unwahrscheinlich schön, einfach mega toll. Die Animationen sind der Hammer. Das Pferd ist einfach stimmig in sich und... Ich finde es einfach mega. Ich finde es einfach mega. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Ich finde es mega. Es ist toll. Es ist ein super schönes Pferd.
Es ist super angenehm zu reiten. Ich bin sehr, sehr gerne auf dem Araber der dritten Generation unterwegs. Das Reitgefühl ist einfach der Wahnsinn. Auch in Rennen und in Championaten lässt der Araber sich sehr, sehr gut reiten tatsächlich. Ich bin einfach verliebt in das Pferdchen. Und von mir kriegt der Araber der dritten Generation eine klare Kaufempfehlung. Definitiv, ja, er ist mit 950 Starcoins. 950, genau, 950 Starcoins. Relativ teuer tatsächlich. Aber die Pferde sind absolut perfekt. Es gibt absolut nichts zu meckern. Rein gar nichts zu meckern an den Pferden. Sie sind absolut perfekt. Da hat Starstable wirklich Riesenarbeit geleistet bei denen. Und auch wenn es jetzt ja, bald 2 Jahre nach Release ist, was heißt bald 2 Jahre, dauert halt noch ein bisschen, aber fast 2 Jahre nach Release ist, sind die Pferde einfach der Hammer. Mega toll, mega schön. Ich bin absolut verliebt in die Pferde. Kann ich nur empfehlen. Sind sowohl den Vollpreis wert, als auch natürlich, wenn sie reduziert sind, dann sind sie natürlich. Dann würde ich mir auf jeden Fall noch welche kaufen. Das ist klar. Ich werde mir auf jeden Fall die komplette Sammlung quasi zulegen. Also ich werde mir alle Pferde davon kaufen. Nach und nach halt. Die dürfen alle einziehen, weil die wirklich toll sind. So, das war's dann von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!